Und jetzt begrüßen wir einen der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Die Bild nannte ihn einen, und ich zitiere wörtlich, Frauenschwarm. Dazu fällt mir ein, es ist durchaus ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass inzwischen auch Männer auf ihr Äußeres reduziert werden. Hier ist Robert Habeck. Habeck, herzlich willkommen. Bitte sehr. So. Herr Habeck, schön, dass Sie da sind. Ja. Glückwunsch zum Höhenflug. Bayern, Hessen. Kann man es rund um die Uhr genießen oder hat man im Hinterkopf auch immer noch diese, ich glaube, 8,9% von der Bundestagswahl letztes Jahr und denkt, man kann dem Wähler dieser launischen Bratze nicht trauen? Man kann nach vorne schauen und geht da immer weiter. Das Gute, was passiert ist, ist, dass wir nicht nur mehr über die AfD reden, sondern... Wir schon manchmal. Ja, ihr, das ist auch gut. Das ist auch cool. Aber wir reden auch wieder über andere Themen. Und das ist das Beste. Geht also gar nicht so sehr um die Grünen, sondern geht darum, dass das Land wieder ein bisschen mehr Diskurs hat, als immer nur nach rechts hinten zu schauen. Habe ich das richtig verstanden? Ihr Erfolg hat gar nichts mit den Grünen zu tun? Nee, aber die Grünen haben ein bisschen dazu beigetragen, dass wir nicht mehr nur mit Genickstere hinten rechts im Bundestag gucken. Das ist schon ganz cool. Ist denn der Erfolg so groß, weil die Grünen gerade so gut sind oder weil der Wähler aktuell die anderen Parteien einfach schlimmer findet? Das habe ich nicht genau verstanden. Naja, es gibt ja Leute, die sagen, ihr seid so ein bisschen das GroKo-Frust-Auffangbecken für alle, die zum Beispiel die AfD niemals wählen würden. Naja, dass die Große Koalition jetzt gute Jahre hatte, das wird keiner sagen. Und wir haben ein paar Sachen nicht falsch gemacht, würde ich mal denken. Und zusammen gibt es dann eine Art Vertrauensvorschuss für uns. Jetzt dringen die Grünen ja gerade in bürgerliche Milieus vor, in denen nie zuvor ein Grüner gewesen ist. In Bayern zum Beispiel haben viele Leute zum ersten Mal in ihrem Leben die Grünen gewählt, weil sie gemerkt haben, ja, die haben einfach gemerkt, hey, das sind nicht mehr die Grünen meiner Jugend, die waschen sich. Zum Beispiel. Das sind ja alles alte Klischees. Aber was ich ja eigentlich spannend finde, diese Milieus, die jetzt dazukommen, wie verändern die wiederum die Grünen? Macht das die Grünen bürgerlicher oder poetisch formuliert? Ich weiß, Sie sind Schriftsteller. Sind die Grünen noch Rock'n'Roll oder schon Bausparvertrag? An dieser Formulierung habe ich über eine Woche gefeilt. Naja, wäre ja schlimm, wenn die Grünen sich nicht verändern würden. Also das Problem der anderen Parteien ist ja vielleicht, dass sie sich zu wenig verändern. Und insofern ist das jetzt nichts, wofür man sich schämen muss, dass neue Leute mit eigenen und neuen Ideen dazukommen. Das finde ich eher ganz gut. Und wenn die einen Bausparvertrag mitbringen, so what? Also, dann ist es so. Ich finde es ja auch immer gut, wenn man sagt, wir wollen jetzt weniger Nische, wir wollen mehr Mitte sein. Aber für Mainstream zahlt man natürlich auch einen Preis. Das heißt, wie bei Bands sagt man immer, ich fand die besser, als die noch keiner kannte. Nee, das glaube ich eben nicht. Okay. Ich glaube, das ist auch nicht das Gleiche, wie die bringen einen Bausparvertrag mit, sondern die Leute suchen eine Politik, die radikale Antworten gibt, die zu der Radikalität der Wirklichkeit passen. Und das ist eine Suchbewegung, die es gibt. Und deswegen wäre das völlig falsch, wenn wir glauben, wir würden gewählt werden oder wir lassen uns einreden, dass wir jetzt lauwarm werden müssen. Sondern es ist genau andersrum. Wir reden ein bisschen mehr mit den Leuten und nicht zu den Leuten. Also nicht so dieser überhebliche Gestus, der uns manchmal nachgesagt wurde und auch zu Recht, ehrlicherweise. Aber in den Inhalten wollen wir keine Abstriche machen, ganz im Gegenteil. Und das, glaube ich, ist auch das, was die Menschen spüren. Man kann nicht die ganze Zeit über den Klimawandel reden, wie das gefährlich ist und die Menschheitsaufgabe. Und was tut man? Nichts. Das checkt doch jeder, dass das gar keine Politik ist eigentlich. Und deswegen glaube ich, das, was Sie gerade als Zweites gesagt haben, Bausparvertrag, alles cool, aber nicht in den Inhalten abrüsten, sondern eher radikaler werden, weil nur das realistisch ist. Ich wollte jetzt auch nicht Werbung für die Geldanlage Bausparvertrag machen. Ja. Ja, ich hab mir zur Vorbereitung auf heute Abend natürlich ein paar Interviews mit Ihnen angeguckt und mir fällt auf, Sie reagieren immer so ein bisschen zickig, wenn man sagt, die Grünen haben reiche Wähler. Was haben Sie denn gegen Leistungsträger, Herr Habeck? Ne, rede ich gar nicht zickig. Sie sagen immer, das stimmt doch gar nicht, wir bedienen uns aus allen Milieus. Nein, also ich gucke mir einfach nur an, wie die Fragen sind und das Einkommensspektrum der Grünen ist so wie bei der SPD beispielsweise. Da sagt das keiner. Ist das was Gutes? Das ist es ist einfach so. Was in der Tat so ist, ist, dass mehr jüngere Leute uns häufig wählen und die jüngeren Leute sind häufig, das ist aber ein gesellschaftlicher Fortschritt, da können wir gar nichts dafür,
gut gebildet. Also das Bildungsniveau in Deutschland steigt und irgendwann korreliert das auch mit Einkommen. Aber das ist auch alles. Es ist nicht so, dass damit verbirgt sich ja ein Vorwurf, die Millionäre wählen die Grünen und die Grünen muss man sich leisten können. Und so ist es nicht. Wir fassen ja permanent Beschlüsse gegen die Interessen unserer Wähler und Wählerinnen. Also das Flugbenzin soll besteuert werden und eine höhere Einkommensteuer und Vermögen besteuern und so weiter. Und deswegen will ich diesen Vorwurf da nicht drin haben, ihr seid beliebig oder ihr werdet beliebig, wenn Leute aus verschiedenen Einkommenssegmenten euch wählen. So, deswegen will ich zickig nicht sagen, aber weise darauf hin. Nein, ich korrigiere, was falsch ist. Und es ist ja auch Fakt, dass es nicht in allen Milieus gleich gut läuft, logischerweise. Aber wenn man sieht, wo es noch nicht so doll läuft für die Grünen sind die Arbeiter zum Beispiel. So war es in Bayern und in Hessen zumindest. Auf dem Land läuft es schlechter als in der Stadt. Und im Osten müsst ihr ja froh sein, wenn ihr nicht mit Steinen beworfen werdet. Also alle sagen wir mal so, auf dem Weg zur Volkspartei ist schon auch noch Arbeit. Schön, dass Sie das sagen. Sonst werde ich immer nur gefragt, wollt ihr eine Volkspartei sein oder seid ihr eine? Nee, sind wir nicht. Auch weil Volkspartei, glaube ich, die falsche Antwort ist, jetzt auf die Probleme der Zeit. Erstmal heißt Volkspartei ja, alles wird miteinander schon in der Partei rund gemuschelt. Und eben habe ich ja noch mal versucht zu argumentieren, dass radikale Herausforderungen radikale Antworten brauchen. Insofern ist das auch die falsche Laufrichtung. Aber ja, Ostdeutschland ist eine echte Herausforderung für uns, aber für alle Parteien. Mhm. Mein Eindruck ist, die neuen erfolgreicheren Grünen sind aber auch ein Tick unkonkreter geworden als früher. Beispiel, die Grünen sind weiter für soziale Gerechtigkeit, im Prinzip, weil es ja auch eine feine Sache ist. Aber ich behaupte, ihr würdet euch nicht noch mal einen Steuererhöhungswahlkampf wie 2013 trauen. Oder irre ich mich? Naja, im Wahlprogramm stand in der letzten Bundestagswahl das noch alles drin, ein bisschen abgeschwächt. Das meiste habt ihr in Jamaika-Verhandlungen kassiert. Es war nur nicht konkret genug, weil dann auf die Frage, wie hoch soll die Vermögensteuer sein oder wer soll Vermögensteuer zahlen, die Antwort gegeben wurde, die eine Rolex tragen. Oh. Und das ist natürlich eine Scheißantwort, wenn ich das mal sagen darf. Also ehrlich gesagt, eine Vermögensteuer für Superreiche, ohne zu sagen, ab wann man superreich ist, macht keinen Sinn. Genau, das gebe ich gerne zu. Das ist nicht sehr konkret gewesen. Aber noch einmal, wir fangen ja im gewissen Sinne jetzt erst noch mal neu an und das soll gerne konkreter werden. Und umgekehrt bei anderen Punkten, die sicherlich jetzt auch kandidierende CDU-Leute interessieren werden, Cum-Ex-Geschäfte, das sind diese Steuerbetrugsgeschichten, die große Banken miteinander machen, oder dass große Immobiliengesellschaften keine Steuern zahlen, deswegen ihre Wohnung hin und her tauschen können und jedes Mal beim Tauschen eine Mieterhöhung machen. Da sind wir sehr konkret und sehr spezifisch, haben Anträge im Bundestag, im Bundesrat, in Europa laufen. Also es gibt Licht und Schatten. Aber so gut ich Gestaltungswille finden und regieren wollen im Gegensatz zu anderen Parteien, es war ja schon auffällig, dass die Grünen schon in den allerersten Jamaika-Gesprächen diese gerade erwähnte Vermögensteuer quasi zurückgenommen haben. Ihr habt dann im Verlauf der Gespräche auch auf eure Ausstiegsdaten für Kohle, für Verbrennungsmotor verzichtet. Mein Gefühl war, Entschuldigung, wenn die Gespräche jetzt noch eine Woche weitergehen, dann macht ihr zur Not selber die Atomkraftwerke wieder an. Das Problem ist nur, bei den nächsten Jamaika-Gesprächen wird die Union denken, das sei ja alles schon so verhandelt. Erstmal gibt es keine nächsten Jamaika-Gespräche. Nie. Jedenfalls, ja, nie. Ich komme ja aus einer Jamaika-Koalition aus Schleswig-Holstein, also es kann auch funktionieren. Aber nur, wenn alle einen Schritt weit aufeinander gehen. Richtig ist, wir haben damals die Enddaten bei dem Verkehr, beim Dieselmotor aufgegeben, aber konkrete Schritte vereinbart. Beim Kohleausstieg war es genau andersrum. Und richtig ist aber auch, wir waren bis zur Schmerzgrenze kompromissbereit und wir hätten nicht gewusst, wenn Lindner nicht gegangen wäre, ob wir es über den Parteitag gekriegt hätten. Manches davon der Basis zu verkaufen, wäre schwer geworden. In der Tat, und soweit haben wir uns gequält. Ja. Und das ist völlig richtig, dass wir mit dem Verständnis da reingegangen sind, dass nicht nochmal große Koalition jetzt kommen sollte. Und das hat uns viel zugemutet, mehr als wir eigentlich tragen hätten können vielleicht. Aber aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, und das sage ich jetzt ein bisschen mit Pathos, aber es stimmt ja auch irgendwie, jetzt zerbricht uns oder zerbröselt uns das Parteiensystem, wie wir es kannten, hätten sich ein paar mehr Leute vielleicht auch mehr Kompromisse zumuten müssen. Da ging es um mehr als eine eigentliche Parteiprogrammatik, sondern da ging es tatsächlich, und das wusste man eigentlich, wenn man den Kopf angemacht hat, um eine lebendige Demokratie in Deutschland. Und dann Kompromisse können schon mal vorkommen in einer Demokratie. Ja, das ist richtig, aber es darf nicht an die Essenz gehen. Die müssen vorkommen, ist es nur nicht richtig, wenn eine Partei alle Kompromisse machen muss und die anderen stehen da und sagen, Hauptsache wir bleiben bei uns selbst. Das war natürlich elend. Insofern war das Problem nicht, dass wir zu viele Kompromisse bereit waren zu machen, sondern die anderen eher zu wenig. Gar keine, ehrlicherweise. Sie haben Philosophie, Philologie und Germanistik studiert. Was ist das denn? Das sind normalerweise drei Top-Voraussetzungen für einen Taxischein.
Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe sowas Ähnliches studiert. Das stimmt. Ja. So. Aber stattdessen sind Sie heute Berufspolitiker. Sie waren vor dem Grünen-Vorsitz schon 6 Jahre Minister in Schleswig-Holstein und gelten trotzdem als frischer, unverbrauchter Quereinsteiger. Wie geht das denn? Ja, passiert auch nicht. Liegt das daran, dass wir nicht mitkriegen, was in Schleswig-Holstein passiert, auf dieser Wiese da oben? Oder was? Boah, das hängt von der Optik ab, aber nee, es stimmt schon. Also ich behaupte das nicht von mir. Ich bin seit 10 Jahren Berufspolitiker und habe meine Schlachten geschlagen und Sachen gewonnen und verloren. Und dieses irgendwie, den kennen wir gar nicht oder er kommt von außen, ist ja nicht mein Problem. Also ich maß mir das nicht an zu sagen. Richtig ist aber auch, dass Philosophie studieren erstmal brotlose Kunst ist. Das war das Geile damals. Man wollte was Brotloses machen. Ja, ich wollte jedenfalls nichts machen, von dem ich wusste, wenn du das machst, dann kriegst du danach den Bausparvertrag. Sondern da wollte ich das Leben einmal fordern. Ganz zum Schluss, so schön es ist, dass es bei euch gerade läuft, diese Sendung setzt sich immer für die Schwächsten ein. Lassen wir uns noch ganz kurz über die SPD reden. Haben Sie gar kein schlechtes Gewissen im Moment, so als aktiver Sterbehelfer der Sozialdemokratie? Nein, ein schlechtes Gewissen habe ich nicht, aber Mitleid. Und das ist noch viel elender eigentlich. Das wollen die nicht, glaube ich. Nee, genau. Nee. Wenn du Mitleid mit einem Politiker hast, dann ist es die Höchststrafe eigentlich. Also ist schon schwer, glaube ich, im Moment Sozialdemokrat zu sein. Und das, ich meine, die haben auch Wahlkampf gemacht und die ganzen Mitglieder sind da von Tür zu Tür getingelt und haben ihre Flyer verteilt und ihren Sport vernachlässigt und die Katze nicht gefüttert. Das war auch alles Demokratie für die. Und kriegen nichts dafür, also es ist schon hart, glaube ich. Ja, zumal das linke Lager, wie wir es früher kannten, sich gerade so ein bisschen kannibalisiert. Schlussfrage, freuen Sie sich eigentlich schon auf die nächsten Jamaika-Verhandlungen mit Kanzler Merz oder hält sich die Vorfreude in Grenzen? Mal abwarten, was bei der Union passiert. Haben Sie einen Favoriten bei den 3 Thronfolgern? Ja, aber das sage ich nicht. Oh. Aber die Favoriten ist so wie, keine Ahnung, Bayern, München, HSV und, was soll ich noch sagen, Frankfurt. Okay. Möge der Bessere gewinnen, würde ich sagen. Bayern gewinnen. Möge der Bessere gewinnen. Ich sag mal so, wenn es Merz wird, dann passt der Koalitionsvertrag in jedem Fall auf einen Bierdeckel. Robert Habeck, meine Damen und Herren, vielen Dank.